Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, es ist ja nicht das erste Mal, dass die brandenburgische Justiz Straftäter entlassen muss, ja, wo die Fristen in dem Justizapparat nicht eingehalten worden sind. Dass es sich aber wiederholt, vor Weihnachten Sexualstraftäter entlassen wurden, das ist ein Schlag ins Gesicht für die Opfer, für die Eltern und für die Angehörigen. Und es ist unerträglich, diese Situation. Besonders unerträglich ist es, wenn es sich bei diesen mutmaßlichen Tatverdächtigen um Wiederholungstäter handelt. Das ist vorliegend der Fall. Ja. Wir reden hier von einem Versagen des Justizapparates aus Überlastung. Das ist von der Situation schon vorgetragen worden. Denn obschon Sie jüngst im Rechtsausschuss berichteten, dass es keine weiteren 50 Fälle von ähnlichen Fristüberschreitungen in Brandenburg geben soll, glaube ich nur, was ich sehe in der Situation. Fakt ist, dass Ihre sogenannte KW-Haushaltspolitik, dass das besonders bezogen auf den Justizstandort in Cottbus, wo allgemein die Probleme bekannt sind, nicht weiterführt. Und es kann auch nicht sein, dass die mühsam von der Polizei ermittelten und festgestellten Tatverdächtigen dann durch die Justiz von ihnen wieder nach Hause geschickt werden. Von der Sache sieht es so aus, dass der Herr Kaspari vom Deutschen Richterbund auf diese Probleme letztendlich einging und auch letztendlich diese Sache kritisiert hat. Man hat die Möglichkeit, im Grunde genommen bei längeren Erkrankungen mehr Richter in die Kammern reinzutun und auch, wenn eine Häufung von Haftsachen sind, entsprechend auch zu handeln. Ja, das ist alles nicht passiert. Es ist angesprochen worden von Ihnen, dass im Rechtsausschuss, dass 32 Richter dort sind, mehr als nötig. Aber ich kann nur sagen, wir hatten hier diese Situation vor einem Dreivierteljahr, wo diese Riesendemo, die erste Demo in Deutschland von Richtern und Staatsanwälten war. Und wir hatten zu diesem Zeitpunkt Vorschläge gemacht bei den Haushaltsberatungen, wo wir mehr Richter einstellen wollten, den Justizapparat stärken wollten als AfD. Das ist alles abgelehnt worden von Ihnen. Und insofern tragen Sie auch hier die Verantwortung für das Ganze. Sie hätten im Grunde genommen die Möglichkeit gehabt, mehr Richter einzustellen, sich dafür stark zu machen. Das haben Sie nicht gemacht. Ja. Sie sollten für diese Sache schon die politische Verantwortung übernehmen, weil es kann nicht sein, dass so Sachen sich hier in Brandenburg einschleichen, dass also hochgefährliche Leute einfach aus der Haft entlassen werden. Vielen Dank.